Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Kesto und ihr seid die Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir kochen heute und zwar ein Rezept wie von Oma. Schnell, einfach lecker. Richtig geil. Dafür Zettel raus, mitschreiben. Wir brauchen folgende Zutaten. So, und zwar brauchen wir Kartoffeln, Zwiebeln, Mehl, Salz, Pfeffer, Eier, Milch, Sahne und Senf. So, wunderbar. Als erstes fangen wir natürlich mit dem an, was am längsten dauert. Und das sind unsere Kartoffeln. Die schälen wir ordentlich. Und schneiden die dann noch mal etwas kleiner. So, Kartoffel und dann vierteln. Ich viertel die ganz gerne. Einfach, wenn sie auch kleiner sind, dann sind sie ja natürlich noch schneller gar. So sieht das Ganze dann in etwa aus. Und das machen wir mit allen Kartoffeln. So, wenn wir uns ordentlich um unsere Kartoffeln gekümmert haben, dann sieht das in etwa so aus. Und dann können wir direkt mit den Zwiebeln weitermachen. Die würfeln wir säuberlich, ordentlich, wie immer. So, ordentlich gewürfelt, dass das Ganze in etwa so aussieht und das natürlich mit all unseren Zwiebelchen. So, meine Freunde, die Kartoffeln, die habe ich jetzt schon ins kalte Wasser gelegt. Jetzt können wir die Herdplatte anmachen und die Kartoffeln können entspannt vor sich hin kochen. Kaltes Wasser wichtig, damit später sich keine Stärkehaut um die Kartoffel bildet. Kaltes Wasser, Salz rein und kochen lassen. Dann können wir auch direkt schon mit unseren Eier weitermachen. Die natürlich auch kochen. Ins Wasser rein, Herdplatte an und dann gibt es da noch zwei kleine Tricks. Zum einen machen wir Salz zu den Eiern, damit das einfach ein bisschen salzig wird, das Wasser. Nee, Spaß. Damit das dicker wird, das Wasser, und zwar, dass die Eier beim Kochen nicht klack, 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 hoch und runter, dann ist das Salz halt wie das schwarze Meer, das tote Meer, das kennt man ja, dann schweben die eher so. Und Trick Nummer 2, Essig. Einfach einen Schuss Essig mit dran machen, jeder kennt es, wenn die Eier aufplatzen im Wasser und dann alles rauskommt. Das Essig im Wasser sorgt dafür, wenn sie aufplatzen sollten, dass das Eiweiß sofort gebunden wird. Erst rein, kochen lassen, so Eier, 8 bis 9 Minuten, dass sie schön wachsweich werden. Und jetzt geht's schon los. So, los geht's. Als erstes geht's los mit dem Topf. Auf kleiner Hitze machen wir den nur und schön hier Butter rein. Zu der Butter kommen dann auch gleich die Zwiebeln und deswegen nur geringe Hitze. Wir wollen die Zwiebeln nicht braten, wir wollen die nur glasieren. Also ab fein rein damit. Die Butter schön schmelzen und die Zwiebeln lassen wir glasieren. Herrlich, herrlich, drehen mir die Augen. So, das dauert auch gar nicht lange, bis unsere Zwiebeln schön glasig sind. Dann kommt unser Mehl zum Einsatz. Ja, ordentlichen Schwung dran Mehl und verrühren. Das
Ganze wird jetzt ein bisschen klumpig, aber genau so soll es aussehen. Oh, mir brennen die Augen wie vorher. Oh, Zwiebelbeste. So weit, so gut, nachdem wir immer schön viel verrührt haben und das Ganze jetzt so aussieht, können wir anfangen direkt und Milch und die Sahne dazugeben. Ein Schluck Sahne, ein Schluck Milch. Die meisten werden jetzt bestimmt schon erkannt haben, was das wird, wenn es fertig ist. Und zwar Senfsoße mit Ei. Wir machen heute nämlich eine gute Senfsoße. Die meisten haben es bestimmt schon auch im Titel gelesen, natürlich. Aber wer nicht, weiß es jetzt. Und schöne Verrührung. Das Ganze schon ein bisschen dickflüssiger. So, dann können wir das Werkzeug wechseln und gehen zum Schneebesen. Immer rühren, 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 rühren. So weit, so gut. Und dann fehlt auch nur noch eine Zutat. Und das ist unser Senf, unser mittelscharfer Senf, Trabi-Senf. Da ordentlich Esslöffel dran da. Oh, ein bisschen mehr auch. Ne? Und rühren. Wir können noch einen Löffel Zucker mit dran geben. Das nimmt den Senf ein bisschen die Säure. Das ist aber, wie gesagt, dann wird der Geschmackssache. So, jetzt sehe ich schon, es ist mir persönlich etwas zu dick. Also greifen wir nochmal zur Milch und zur Sahne. Links, rechts. Und rühren. Ups. Und da ist unsere himmelblaue Senfsoße. Ist das nicht geil, Leute? Auf jeden Fall für viele Kinder bestimmt mega Fun Fact. Also unbedingt zu Hause ausprobieren, nachmachen. Jetzt warten noch, bis die Kartoffeln fertig sind, Soße vielleicht noch mal kurz ankochen lassen. Aber dann sind wir auch schon wieder fertig. So, wenn es aufgefallen, ich habe mal wieder geschwindelt. Natürlich kommt noch Pfeffer und Salz dran, je nachdem, wer wie mag, abschmecken. Jetzt nur noch anrichten.
Vorsicht, nicht verbrennen oder einfach Besteck nehmen. Und das Beste zum Schluss. Unsere blaue Senfsoße. Tada! Und fertig. Das war mein Gericht. Nudeln. Nudeln mit Tomatensauce, schon klar. Senfsoße und Ei, wie von Oma. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Macht's unbedingt nach. Wie gesagt, kleiner Funfact für die Kinder. Blauer Senf. Warum nicht? Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Peace.